kann ich die nicht erschrecken? Die dann berühren, untersuchen? Ruhig, meine Kleinen. Wir müssen unsere Seelen wieder mit unseren Körpern vereinen, bevor der dritte Hahn kräht. Muss ich die vielleicht hier rüber jagen? Kann ich die ja. Ich war doch auch irgendwas Loses, oder? Fahr zum Tempel. Bock. Hühnerstallzaun. Nee, ich glaube, das war doch nur die Seite. Ich würde jetzt gerne einmal wissen, wo ich denn mein Menü habe. Ah, Sack mit Hühnerfutter. Kann ich das vielleicht machen? Verstehe. Die Hühner können nicht fliegen. Wenn ich sie am Abfluss entlang laufen lasse, werden sie runterfallen und sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wo soll ich sie denn hinschicken? Habe ich das jetzt gemacht? Achso, gut. Also die rechte Maustaste ist es. Aber hier musste ich jetzt nicht auf Lava graben. Das ist bestimmt wesentlich besser. Möchtest du heute gegrilltes Hühnchen? Mögen alle deine Fehler köstlich schmecken. Was? Mit wem hat er gesprochen? Wer hat geredet? Okay. Gut, das bringt mich aktuell erstmal nicht weiter, weil ich nicht genau weiß, wo die Hühner überhaupt hin sollen. Vielleicht kommt das noch. Wir gehen erstmal weiter rumgucken. Wir gehen zum Wuju-Tempel. Die Musik ist original Monkey Island. Okay. Hier sind Zombies. Stimmt. Fauler Zombie? Stinkfauler Zombie? Was ist das? Nee, das da drüber. Gucken wir gleich an. Zombie-Vorarbeiter. Okay, cool. Den kann man nicht anklicken. Der am fleißigsten arbeitet. Kann ich die jetzt stinkvoll... Wir berühren den mal. Ich sollte ihn wohl aus seinem Zombie-Dasein erlösen. Aber das kann auch warten, bis er mit seiner Arbeit fertig ist. Ein bisschen Arbeit hat noch keinem geschadet. Richtig so. Und kann ich dann... Ich spreche kein Zombisch. Okay, eigentlich schon. Aber ich bin nicht gut in oberflächlicher Konversation. Ist doch easy, einfach nur... Kokosnüsse? Warum sammeln die Kokosnüsse? Kann ich eine nehmen? Diese sehen am frischesten aus. Heilige Loa, die Kokosnüsse sind verflucht. Wir dürfen keine mehr verlieren. Oder Queen Simbi wird uns nochmal töten. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Hä? Aber ich habe doch jetzt eine, oder? Ach so, wir haben die Gegenstände wahrscheinlich nicht wirklich, sondern weil wir sind ja Geister. Sondern wahrscheinlich nur die Bauern. Kann ich sie jetzt trotzdem benutzen oder nicht? Ich finde das schön, wie das Skelett diese Geräusche macht, vor allem beim Mund. Das ist ganz cool. Okay. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht hat er auf einem der Frachtschiffe gearbeitet, die hier aus der Gegend verschwunden sind. Stimmt, Yamo. Er wollte uns letzten Monat um die Ernte betrügen. Mit wem spricht denn der da zwischendurch? Zerschmetterte Kokosnüsse. Die Geister sagen mir, dass wir das nicht brauchen. Okay. Dann werden die Geister bestimmt recht haben. Kann man hier nach Kokoslichtung? Achso, da kann ich nicht hingehen. Da kann ich es anschauen wahrscheinlich. Ne? Auf dieser Lichtung haben wir an jedem Vollmond gelegen. Oh, wer denn? Ich drück manchmal irgendwas an, weil das halt so schnell geht. Aus der Kammer sind Kokosnüsse herausgefallen. Leiter. Leiterschüttel. Und das wird ihn lehren, immer jemanden die Leiter festhalten zu lassen. Richtig. Wer nicht hören will, muss fliehen. Oder damit. An die Arbeit! Das gibt eine Abmahnung. Ja, Sir. Kann ich jetzt hier raus? Es ist das, wonach es aussieht. Das wollte ich auch gar nicht drücken. Ich wollte mal schauen, womit ich sprechen kann. Bevorzuge Unterhaltungen mit denkenden Entitäten. Na gut, okay. Dann können wir sie vielleicht schütteln. Frei von Zombies. Okay, der ist irgendwie jetzt verschwunden, der Gute.
Damit können wir bestimmt noch was machen, ne? Frage ist nur, wahrscheinlich wird das nicht so. Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Finde ich auch. Finde ich sehr positiv. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Okay, also ich kann die Kokosnüsse nicht verwenden. Wahrscheinlich ist das wirklich getrennt. Das ist das, was ich habe. Und das ist das, was ich noch brauche. Oh, ein Haar mehr. Kann ich aber nicht nehmen. Yeah. Ruby. Okay. Das ist jetzt noch nicht so... Ah, nee, ich habe ja noch keine Kokosnuss. Wie kriege ich die denn da jetzt? Und wenn die, haben die vielleicht Angst vor Hühnern? Kann ich die Hühner da weglocken? Fahr zum Tempel. Ich kann auch nicht. Na, das repariere ich morgen. Ich will es auch nicht reparieren. Ich dachte, ich kann das vielleicht auf der anderen Seite aufmachen. Aber das geht wohl nicht. Man könnte wohl, wenn ich die Kokosnuss habe... Hier runterrollen lassen. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Richtig, die Zombies verhindern das. Ob ich die mit den Hühnern wohl weg... Ob ich die Hühner wohl dahin scheuchen kann? Haben die Angst vor Hühnern? Oder Hunger auf Hühner? Tja, aber... Bock, 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 bock. Und wenn ich hier Hühnerfutter drauflege... Irgendetwas fehlt. Ich habe nur genug Futter für einen 12 Meter langen Pfad. Der Pfad vom Stall zur Akademie ist mindestens 50 Meter lang. Oh, das ist aber Pech jetzt. Tja. Das ist wirklich Pech, würde ich sagen. Hühnerstall. Tja, das ist jetzt noch nicht so viel. Ich kann hier schon wechseln, aber eigentlich möchte ich das doch gar nicht. Ich will noch nicht aufgeben. Irgendwas muss ich doch jetzt hier mit den Hühnern machen können und mit den Zombies. Bock? So, ich konnte jetzt das Teil hier aufmachen. So, wenn ich die hier langlaufen lasse, dann rutschen die doch da rein, die Viecher. Das wollen wir nicht. Bock, bock. Möchtest du heute gegrilltes Hühnchen? Mögen alle deine Fehler köstlich schmecken. Okay, er sagt es zwar, aber er macht es halt auch nicht, ne? Das ist nämlich der einzige Weg, aber das wüsste ich auch nicht, was mir das bringen sollte. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Also im Endeffekt habe ich wirklich nur aktuell das Hühnerfutter. Und da ist wirklich die Frage, was kann ich damit anstellen? So viele Orte kann ich noch nicht betreten. Ich habe jetzt hier noch eine Leiter. Eine Hühnerleiter. Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Ah, das habe ich schon mal probiert, ne? Naja, vielleicht in die Kasse. Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Hab ich sonst... Was ist das? Ups, das war falsch. Super, das Spiel beginnt und ich hänge jetzt schon fest. Meine alte Zisterne. Das erste, was ich hier gebaut habe. Zu schade, dass sie leer ist. Das ganze Wasser wäre wirklich hilfreich gewesen. Ich weiß gar nicht, was eine Zisterne ist. Ach da, leere Koko... Und das? Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Nein, okay. Aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Danke für den Hinweis. Ach so, da sind Kokosnüsse rausgefallen. Die untere Hälfte der Kammer ist leer. Durch das letzte Erdbeben sind anscheinend alle Kokosnüsse heruntergefallen. Hatte ich noch irgendwas beschädigte? Durchgebogene Tür. Ich sollte den Kokosnüssen auf ihrem Weg behilflich sein. Mal schön, wie er sich das alles so gut redet, aber es scheint zu funktionieren. Jawohl. Dann kriegt der Vorarbeiter was auf die Decke, richtig? Hey, die Kokosnussmilch läuft den Weg hinunter. Das ist toll. Und können wir uns jetzt Kokosnüsse nehmen? Jetzt wo ich... Hallo? Nein! Die Schäden, die durch das Erdbeben entstanden sind, wurden nicht richtig behoben. Okay. Zombies arbeiten nicht gerade besonders sorgfältig. Aber anscheinend beschweren sie sich nicht so viel wie die Piratenskelette.
Die Zombies haben die Kokosnüsse ziemlich gut im Blick. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen und abhauen. Natürlich kannst du, du bist ein Geist. Die? Die Geister sagen mir, dass wir das nicht brauchen. Na gut, denn nicht. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch die anderen beiden irgendwie in eine Schubkarre. Das brauchen wir nicht. Vertrau mir. Okay, aber irgendwas können wir doch damit machen. Schubkarre sprechen, Schubkarre runterziehen. Eine Schubkarre, die anscheinend unendlich viele Steine fassen kann. Nein, Schubkarren reden die ganze Zeit nur über Straßenverbesserungen und Entwässerungsanlagen. Okay, sehr süß. Können wir die nicht irgendwie berühren, untersuchen, sprechen? Ich sollte ihn wohl aus seinem Zombie-Dasein erlösen. Aber das kann auch warten, bis er mit seiner Arbeit fertig ist. Ein bisschen Arbeit hat noch keinem geschadet. Ja, aber wieso denn? Dann ist er wenigstens weg. Und was mit dem da? Spüren? Ich kann ihn nicht auf mich aufmerksam machen. Ich bin ein Geist. Ja, okay. Entschuldige bitte. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt mit der Kokosmilch passiert ist. Die ist ja wohl irgendwie irgendwo runtergerutscht. Ach so, hier sieht man das. Kaka. Aber das bringt mich irgendwie nicht weiter. Weil ich kann sie auch nicht anfassen. Also nicht mit ihr interagieren, sag ich mal. Okay, mit Doppelklick kann ich die Karten schneller wechseln. Das ist auch nice zu wissen. Ah, Manometer. Gar nichts so einfach. Wahrscheinlich nicht funktionieren. Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Nein, immer aber wir sollten bleiben. Jetzt nicht aufgeben. Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Behälter mit Kokosnüssen. Ich kann die nicht nehmen, weil diese hässlichen Typen da noch stehen. Aber loswerden. Zwei bin ich schon losgeworden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die anderen auch noch loswerden muss. Und wenn ja, wie? Behälter mit Kokosnüssen. Jetzt ist die Kokosmilch zwar runtergerollt, aber das bringt mir, also die Milch, nicht die Kokosnuss, aber das bringt mir jetzt insofern erstmal nicht so viel, muss ich sagen. Schubkarre sprechen funktioniert nicht, untersuchen, berühren sagt, das brauche ich nicht. Untersuchen. Eine Schubkarre, die anscheinend so, unendlich viele gehabt, Steine fassen kann. Ja. Kann man als Geist eigentlich niemanden erschrecken? Obwohl, ein Zombie kann man wohl schlecht erschrecken. Erschrecken zu guten Zwecken. Bock, bock. Meine Lieblingsstelle. Bock, bock. Das geht jetzt wahrscheinlich auch noch nicht. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Was muss ich machen mit diesen Hühnern? Kann ich denen das Hühnerfutter vielleicht auch direkt geben? Nein, das ist nicht ganz richtig. Aber auch nicht ganz falsch. Back, back. Kokosnusspfad. Na, Standardpfad, Kokosnusspfad. Man muss hier so ein bisschen absuchen. Anfassen. Ach so, hä? Der Pfad ist von alleine entstanden. Ach, das ist der. Die Kokosnussmilch ist aus der Plantage heruntergeflossen, aber es war nicht genug, um wirklich etwas zu bewegen. Okay. Ja, ich habe auch erst gedacht, ich muss die Kokosnuss hier runterrollen lassen. Sprechen wir mal mit dem Pfad. Vielleicht hat er uns nützliche Tipps zu erzählen. Ich kann erst wieder Milch trinken, wenn ich meinen Körper zurück habe. Ja, das stimmt wohl. Aber eigentlich solltest du auch mit ihr sprechen und sie nicht trinken. Bock. Hühnerstall-Sound. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Das killert schon. Ich möchte eigentlich, wie gesagt, noch nicht wechseln. Weil ich noch in der Hoffnung, hier noch Hoffnung habe, dass es hier auch weitergeht. Also ich kann mir nicht vorstellen. Oder muss ich jetzt die... Oh, na klar, das ist... Hör auf damit! Brauchst du vielleicht Hühnerfutter? Ich habe keine Ahnung.
Hör auf, mich wie ein Dummkopf dastehen zu lassen. Das ist Hühnerfutter. Keine Ahnung. Sorry. Okay. Gute Wahl. Ach so. Au! Was zur... Hör auf mit dem Scheiß! Ah, okay. Ich kann sie also schon ärgern. Vielleicht kann ich sie überzeugen, ihre schlecht bezahlten Jobs aufzugeben. Gleich? Ich kann den Gegenstand schon benutzen, aber nicht in meinem Inventar, sondern außerhalb des Inventars. Okay, alles klar. Das muss man noch Hör wissen. Auf damit! Meine Herren? Jetzt reicht's! Wirf doch! Warte nur ab, du wirst schon sehen! Zombies sind so berechenbar. Jetzt fließt die Milch. Sehr gut. Weiter geht's. Sehr cool. Kann ich mir jetzt eigentlich noch eine Kokosnuss... Okay, sie ist jetzt aus dem Inventar verschwunden. Kann ich mir jetzt noch eine nehmen? Die Zombies haben die Kokosnüsse ziemlich gut im Blick. Okay. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen und abhauen. Na gut. Aber ich glaube, wir haben einen Schritt... sind einen Schritt vorangekommen. Gehen wir mal zum Hühnerstall, gucken mal, was passiert. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wo ist denn jetzt wieder der Kokosvater? Vielleicht können wir ihn jetzt berühren, jetzt wo mehr Milch runterfließt. Der Pfad ist von alleine entstanden. Nee, das... Hallo, stopp! Ich will ihn doch berühren. Der Pfad ist von alleine entstanden. Ach nee, sprechen war das, ne? Ich kann erst wieder Milch trinken, wenn ich meinen Körper zurück habe. Tja, untersuch. Die Kokosnussmilch ist aus der Plantage heruntergeflossen. Genau so war das. Okay, jetzt sagt er aber nicht, dass es nicht genug Milch ist. Die Frage ist, inwiefern hilft mir das jetzt? Gut. Dieser Pfad zum Eingang ist viel kürzer. Was passiert jetzt? Nein, schnell! Wir müssen fertig sein, bevor der dritte Hahn kräht. Ach so. Perfekt. Ruhe! Das war schon der zweite Hahnenschrei. Nur noch einer. Papa Doc ist wieder da. Ehrwürdige Ischelle, hör mich an. Ich brauche deine Hilfe. Unsere Seelen müssen wieder mit unseren Körpern vereint werden. Ich schaffe es nicht alleine. Bitte hör mich an. Die Reliquie von Ischelle war in den letzten Wochen untätig. Warum sollte sie jetzt reagieren? Simbi muss sie verflucht haben. Ich muss einen Weg finden, den Fluch aufzuheben. Ich muss mit Ischelle sprechen und meinen Juju-Stab finden, um unsere Seelen wieder mit unseren Körpern zu vereinen. Sonst droht uns 100 Jahre böses Juju. Okay, also ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen gecheckt. Also wir sammeln nicht konkret Gegenstände auf, weil wir Geister sind, aber wir können halt Gegenstände in unseren Inventar, also die Auren so gesehen aufnehmen und dann damit irgendwie interagieren. Das heißt, ich führe nicht konkret Gegenstände mit mir rum. Ich kann aber trotzdem etwas mit ihm machen. Okay, ich glaube, ich bin ein Stückchen schlauer, hoffentlich. Dass die Hühner, dass dieser Trampelpfad, wo dieser Hühnerstall jetzt ist, runter jetzt geht zu diesem Eingang des Tempels, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil ich habe mich schon gewundert, was hat denn jetzt aber die Kokosmilch bewirkt? Ich muss mir das nachher nochmal in Ruhe angucken. Vielleicht bin ich auch einfach nur... Tja, vielleicht checke ich es einfach nur nicht.
Gut, okay. Dann Wahrsagerschädel. Kann ich nichts... Ups. Es dämmert schon. Ich habe nicht mehr viel Zeit. So, dann berühren wir den Schädel doch mal. Das gibt Abdrücke. Voodoo-Götter hassen schmutziges Wahrsagerzeug. Okay, wieder was gelernt für die Zukunft. Können wir dann den... Das ist mein aztiklanischer Wahrsagerschädel. Ein Geschenk von Ishell, meiner Verbündeten. Ich verwende ihn, um sie zu kontaktieren. Meine heimtückische Ex-Frau hat ihn verflucht, aber ich kann keine Schriftzeichen oder Symbole entdecken. Hm. Kann das der Grund sein, warum sie mich umgebracht hat? Weil ich zu viel mit Ishell geredet habe? Verstehe einer mal die Frauen. Schädelaltar. Ich drücke jetzt immer auf... Jetzt, wo ich weiß, wo das Inventar ist, drücke ich da mal drauf. Die Geister sagen mir, dass wir das nicht brauchen. Okay, können wir denn uns das angucken? Der Altar meines Wahrsagerschädels. Zum Glück hat Simbi nicht alles zerstört. Sieht wirklich wunderschön aus. Es wäre töricht, damit zu sprechen. Ach Quatsch, so eine Kerze. Fenster, das hatten wir schon gesehen. Halbmonde. Wahrscheinlich viel zu hoch, oder? Nein, danke. Na gut, dann nicht. Aber sprechen vielleicht, wir wenn ich etwas mehr Zeit habe. Gut, angucken wir uns ein Herbstmond-Fetisch. Lohnenswert. Erfordert aber viel Geduld.